Die bisherige Bundesjustizministerin Katharina Barley soll die SPD als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr führen. SPD-Chefin Andrea Nahles bezeichnet sie in der Vorstellung in Berlin als geborene Europäerin. Barley sieht in ihrer Spitzenkandidatur eine echte Herausforderung. Ich übernehme Verantwortung für Europa. Diese nächste Wahl ist eine Schicksalswahl. Es ist wahrscheinlich die wichtigste Wahl in diesem Jahrzehnt für unseren Kontinent. Denn es ist ja so, dass wir uns am Scheideweg befinden. Wie wird die Europäische Union in Zukunft aussehen? Wie wird sie arbeiten? Welche Richtung wird sie gehen? Auf Listenplatz 2 soll Udo Bullmann antreten, der derzeitige Fraktionsvorsitzende der sozialistischen Fraktion im Europaparlament. Bis zu ihrem Wechsel will Barley ihr Amt als Bundesjustizministerin weiterführen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden im Mai 2019 statt.